Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Stronghold Crusader 2. So, eine Scharmützelmission auf dem Zug Wüstenhitze haben wir noch übrig. Und die wollen wir jetzt mal angehen. Da haben wir ja schon mal gesehen, dass wir hier doch eine recht bescheuerte Position haben. Gegen, ja, allerdings vier nicht ganz so starke Gegner, denke ich. Aber ja gut, und wir haben einen leichten Geldvorteil. Ob der uns viel nutzen wird, weiß ich nicht. Aber wir werden es sehen. Zunächst einmal werde ich jetzt erstmal Pause drücken, bevor ich irgendwas baue. Und mal gucken. Wenn es dann nochmal geladen hat. Ach da, der Fortschritt steht da. 60%, okay. Ja, wenn es dann mal geladen hat, werde ich dann erst einmal gucken, wie das so die Geländegegebenheiten sind. Und ja, werde danach meine Burg errichten. Ich hoffe ja mal schon, dass ich Platziert irgendwelche euer Vor. Vorteile aus irgendwas ziehen kann. Vorrats. Okay, das da ist zumindest schon einmal meins. Lagermeile. Sehr gut, sehr interessant und. Ah ja, wie ich sehe, ich sitze da auf so einem Bergkamm, den ich offensichtlich auch ganz gut verteidigen kann. Weil das wird meine, ja, primäre. Ja, mein primäres Ziel sein, hier erst einmal zu verteidigen. Ich glaube, ich mach Lord? noch mal kurz den hier. Möchte wissen, wie es hier so aussieht. Okay, ich glaube, ich kann da wirklich echt ganz gut komplett machen. Wissen, was haben wir hier? Ja, hier wäre bei dem bisschen, was man da hat, echt Getreideanbau zur Nahrungsversorgung. Gut, ich baue mal das Platziert Vorratslager euren hier hin Kornspeicher, und den Sire. Kornspeicher da. So, das mache ich wieder aus. So, ich hoffe mal, wie sieht's denn nur mit. Ja, ich baue ja immer gerne diese großen Türme hin. Großer, ein ganz großer oder ein mittelgroßer. Ah, ich brauche halt immer gerne die ganz großen Türme hin. Machen meiner Meinung nach am meisten Sinn. Wir haben hier jetzt halt Gegner von etlichen Seiten. Also hier bräuchte ich im Prinzip auch einen Turm. Also im Prinzip, ja, vier Türme wären eigentlich am besten. Da. Da, da und da. An jede Seite ein. Ich denke mal, ich fange mal hier Das Land ist für die Bebauung zu uneben, mein Herr. mit ein paar Holzfällerhütten an. Ja, machen wir erstmal nur zwei. Oder doch drei. Komm, egal. Da weiß ich nicht. Ah, doch, Nicht müsste genügend gehen. Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Machen wir erstmal so, dann holen wir uns noch ein paar Arbeiter. Zack. Und wo setze ich den ersten Turm hin? Oder baue ich doch besser vielleicht mal kleinere Türme hin? Ja, hier Das kann da nicht platziert werden, my könnte ich lord. nämlich hier erst schon direkt mal zwei Türme basteln. Würde ich nämlich hier gleich noch einsetzen. Und zack. Dann bräuchte man aber noch zwei Gegenstände.
die Fee. Ja, vom Platzangebotszimmer hier ist nicht so ganz. Kurz ein bisschen was holen. Das Ding setze ich mal hier hin. Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal... Rauf auf die Welle! Hier gehen wir alle nach oben auf den Turm. Und... Waffen werden benötigt, Sire. Hier werden direkt mal... Prüf die Waffen! So. Ihr alle miteinander darauf. So, haben wir irgendwas, was nicht auf dem Turm steht? Nein, steht alle auf dem Turm. Gut. Die Fee. Dann Getreidefarmen. Würde ich auf jeden Fall mal einige dahin basteln. Gut, sobald genug Kohle da ist, werde ich das genug Holz da ist, würde ich direkt mal einen basteln. Oder vielleicht zwei? Ah, die Mühle kostet halt auch eine ganze Menge Holz. Hm. Richtig, ich werde mir jetzt direkt erstmal ein Batzen Holz zulegen übrigens. Und dafür sorgen, dass hier ein paar Betriebe die Arbeit aufnehmen. So. Und zwar genau so. Ich werde mir gleich noch ein bisschen Holz gönnen. Direkt noch eine weitere Hütte basteln. So, wie sieht es mit Steinen aus? Da kam schon ein bisschen was. Hier würde ich gerne den nächsten Turm basteln. Einfach mal, weil... Ein Baum... Hier, die baue ich da gerne hin. Auf die Türme. Bauern werden benötigt, Sire. Einfach weil ich davon ausgehe, dass brennende Pfeile mehr Schaden am Gegner verursachen als nicht brennende. Ja, Sire. So, die schicken wir mal hier hin. Wir bewegen uns. Bogenschützen in Bewegung. Und, oh, da kommt schon die nächste Fuhre Stein. Schön wäre es, wenn das jetzt gleich reichen würde für den Turm. Ich nehme einfach schon mal einen Turm in die Hand. Wunderbar. Und da kommt die nächste Fuhre Stein. Die sollte locker reichen für diese Treppe hier, die ich da zu bauen gedenke. Am Ende mal können wir schon mal hier das draufhauen. Gut, da brauche ich mir das Zeug gar nicht kaufen. Das ist gut. Je mehr... Geld mal sparen können. Unsere Sehnen sind gewachst. Dieses Bauwerk ist besser. Unzugänglich, Sire. So, haben wir hier schon mal was? Nehmen wir die mal gerade. Bereit, Sire. Schicken sie hier Gehen rauf. Los. Puh. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt hier mal mein primäres... Eine primäre... Wie soll ich sagen? Mein Augenmerk liegt hier primär darauf, zu verteidigen. Eigentlich wie immer. Liegt ja immer primär drauf. Gebt uns nur ein Ziel. Ihr wollt doch hoch, oder? Habe ich da was falsch verstanden? So, eventuell sollte man... Ja, eventuell sollte man. Und dann höre ich auf zu reden. Das ist auch wieder prima. Ich glaube, hier nehme ich mal so die Steinvorräte sind knapp, my Lord. Wir haben da nicht genug Steine für. Gut, machen wir das so. Gut. So ein bisschen müssen wir da ja schon zumachen.
Hier nehme ich gerade die Mauer und ziehe sie da so weiter. Wir brauchen mehr Stein, Sire. Okay. Wenn wir mehr Stein brauchen, dann brauchen wir eben mehr Stein. Richtig, hier. Da kommt Getreide, theoretisch ins Vorratslager, das gemahlen werden will. Wir haben nicht viel Holz. Ich kaufe mir jetzt einfach mal nochmal einen guten Batzen. Ich möchte nämlich nach der Mühle, die ich jetzt ausnahmsweise hier hinsetze, direkt ein paar Bäckereien basteln. So, da passt keine hin. Ne, ich habe kein Holz dafür, aber da will ich auch keine weitere hinbauen. Sieht's denn mit Stein aus? Da haben wir wieder ein bisschen was. Und setzen wir da einfach mal an und machen da noch ein bisschen zu. Und zwar so. Ja, das sieht doch ganz nice aus. Also für mich ist jetzt hier die Priorität, erst einmal die Burg mehr oder weniger zu sichern. Vor unerwünschten Besuchern. Hier könnte ich eigentlich dann gleich mal direkt komplett dicht machen. So. Jetzt haben wir nur noch eine Stelle, wo offen ist. Und die Stelle werde ich jetzt erst einmal gut bewachen. Dann nehme ich jetzt hier aber doch mal noch zwei von denen und schicke sie hier rauf. Und der Rest von der Truppe hier, kommt hier drauf. Hier könnte man dann wahrscheinlich auch nochmal ein paar gebrauchen. Ich habe ja 5 Armbrustschützen. Prüf die Waffen. Die habe ich ja gleich da alle draufgehauen. Komm. Den will ich jetzt auch noch haben. Bogenschützen. So, alle 6 darauf. Gut. Der nächste Turm, den ich bauen werde, wird ein ganz großer Turm sein. Und der wird ungefähr hier hinkommen. Ja, würde ich mal so sagen, da so hin. Wenn da nämlich einer angreift, damit der hier doch noch ein bisschen mehr Gegenwehr zu erwarten hat. Gut, was wir jetzt machen könnten. Der viertgrößte Lord. Oh, sind wir das? Gut, das dürfte eigentlich so ausreichen. Und was ich hier auf jeden Fall machen kann, ist, ich kann hier eine ganze Menge Zeugs abbauen und machen und tun. Und hast du nicht gesehen, was hier nicht alles gehen mag? Ich hoffe mal, dass das die Ratte sein, ne? Tatsächlich. Ja, die Ratte wird wahrscheinlich das erste sein, was ich angreife und niedermähe. Bei der Ratte dürften ja eigentlich einige Schwertkämpfer schon ausreichen, aber ich glaube, da gehe ich auch auf Nummer sicher und radiere einfach alles mit Schützen aus. Ich werde wieder berittene Bogenschützen ausbilden. Die Truppen der Sultanine greifen an. Oh, da haben wir gleich hier ein paar Angreifer. Da werden wir gleich mal sehen. Da werden wir jetzt wahrscheinlich gleich mal sehen, ob unsere Burg hält, was sie verspricht. Eine Nachricht der Ratte. Bereitet mein Pferd für die Abreise vor. Nur eine Vorsichtsmaßnahme. So, ich würde sagen, da könnte man durchaus noch mehr machen. Das sind halt aber noch solche Stellen, wo man ein bisschen mehr schützen könnte eigentlich. Ich könnte ja hier komplett eine Mauer so drumherum bauen.
Hört auf mit dem Wimmern, Bauer! Ihr und hey, eure das Spielzeug guck ich jetzt mal gerade, euch lieber für den Widerstand dass rüsten. Das irgendwie funktioniert. Nehmt keine Gefangenen! Tötet sie alle! Die Truppen tötet sie Rappen alle! Gucken, ob man das... Alter, das funktioniert tatsächlich da jetzt noch so. Für ja? die Gerechtigkeit. Na, sieht doch ganz gut aus. Jetzt machen wir hier auch das noch dicht. Ah ja. Komm, wie wär's, wenn ihr das hier alles hinkriegt? Komm, alles kaputt. Ihr wollt doch nicht, dass der Turm kaputt geht, oder? Etwa doch. Na los doch! Ich weiß nicht so recht. Ich lasse sie einfach mal die Jungs so machen. Warte mal. Eine Nachricht vom Kalifen. Bringt mir den Kopf des Lords auf. Ach, auf einem rostigen Tablett auch noch? Auf einem rostigen Tablett. So. Hier schön alles dicht gemacht. Da kommt keiner rüber. Da macht mir auch keiner Probleme. Dann machen wir jetzt nochmal noch so eins. Dann hätte ich gerne noch ich muss hier aufpassen, dass ich hier nicht versehentlich irgendeine Mauer reinbaue. Da hat die Fee. Ich muss hier auch an den anderen Stellen mal drauf achten. Okay, hier kommen ein paar rein. Das ist nicht gut. Sobald das hier möglich ist. Komm, lass das mal kurz möglich sein. Wäre nicht schlecht. Oh Scheiße, jetzt kommen da ja ein paar Gepanzerte. Vom Kalifen. Ach, wer auch immer verantwortlich sein mag für dieses Desaster, wird den neuen Tag nicht erleben. Komm, weg damit. Komm, der eine wird doch wohl nicht so schwer sein. Komm schon, schieß den ab. Endlich, danke. Gut, was ist denn mit dir eigentlich? Warum bist du nicht auf dem Turm oben? So, erstmal zumachen. Also erstmal zugemacht halt, ne? Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass das hier alles so funktioniert. So, hier will ich mal noch kurz was gucken. Würde da noch so eine hinpassen? Ich dachte mir gerade, aus innerfindlichen Gründen passt das nicht dahin. Aber es passt. So, wie sieht's denn hier aus? 2 und 7. Brauchen auf jeden Fall noch mehr Mann. So, die Türme müssen besser bemannt werden. Bewegung! Waffenschultern. Na, das sieht ganz gut aus. Das zack, da zack. Ist fast perfekt. Rekruten werden benötigt. Dann nehmen wir mal gleich 3 von denen. Na los doch! Dann hauen los, die los. Hier auf den Turm. Nicht genügend Waren. So. Ihr seid was wir dann jetzt auch noch brauchen, sind auf jeden Fall Brauereien. Aber ich glaube, da warte ich jetzt mal noch ab mit der Ratte. Der ganzen Produktion. Das Spiel ist aus, Kleiner! Ihr spielt jetzt bei den Großen mit! Ich dachte, du bist hier derjenige, der bei den Großen mitspielen will. Okay, ich glaube, Holz kaufen ist jetzt mal kurz doch erlaubt. Ich hätte gerne...
Eine Nachricht vom Kalifen. Tschüss. Greift sie an, die Kreuzritterschweine. Brennen sollen sie. Klappt gerade nicht so ganz. Nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle, aber... So, hier zwei solche Werkstätten noch. Und... Ah, richtig, jetzt könnte man eigentlich auch hin und her gehen und... Brauchen wir auf jeden Fall noch eine Hütte. Und Brauereien basteln. So. Scheiß drauf. Kaufen wir halt nochmal Holz. Soll ich noch zwei machen? Die Truppen des Kalifen greifen an. Nicht genug Holz, my lord. Ah, nicht genug Holz. Ach doch, haben wir genug Holz. Zack. Und dann holen wir uns jetzt gerade noch mal ein bisschen was an Holz. Und machen noch eine Hütte hin. Die Truppen der Sultanine greifen an. Jetzt greifen sie ja alle an wie sonst was hier. Was haben wir denn hier drauf? Okay, Sultanine müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen... Rekruten werden benötigt, Sire. Die Truppen der Ratte greifen an. Bogenschützen unterwegs. Und... Richtig, ich wollte einen großen Turm hinbauen, und zwar hier. Ja, ich kann ihn nicht bauen, weil da gerade ein paar zu dicht dran sind. Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. Eine Nachricht vom Kalifen. So, dann haben wir hier jetzt auch gleich noch ein paar Leute drauf. Und... Rekruten werden benötigt, Sire. Oh, war ja quasi richtig... Genau zur richtigen Stunde, dass ich da jetzt einen Turm baue. Bogenschützen vorbereiten. Ja, haut sie alle weg. Haut einfach alles weg. Gut, ich glaube, den Turm, den kann ich jetzt hier so lassen. Was ist denn das? Immer wieder irgendwas, was meint, es müsste unten stehen, nicht auf dem Turm. Eine Nachricht der Sultanin. Ich kämpfe im Gedenken an meine Mutter. Tust du das? Eure treuen Bogenschützen. So, ich würde sagen, die da Achtung, schicken wir jetzt Bewegung. Alle hier auf diesen, los geht's. Diesen Turm rauf. Und hier den Turm, den werde ich jetzt alsbald ersetzen durch einen größeren. Eine Nachricht der Ratte. Genau, versteckt euch wie ein armselig... Okay, ich denke mal, das könnte man dann jetzt direkt schon angehen. In eure Burg. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Okay, dann müssen wir das Ding da auch noch wegmachen. Jetzt aber... Was? Was? Das kann da nicht platziert werden. Endlich. My lord. So, und dann brauchen wir auch noch eine neue Treppe. Und neun von denen da. Prüf die Waffen! So, ich bin jetzt fast... Keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Wir können Leiter laufen lassen. Ich bin jetzt fast der Ansicht, dass es jetzt nicht notwendig ist, die anderen beiden Türme auch noch durch große zu ersetzen. Vor allem, weil hier ja nur die Ratte ist. Und... Da habe ich so das Gefühl, dass die Sultanine da auch nichts gegen anrichten kann. Euer Zeichen, Sire? Bogenschützen, bereit machen! Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Sire. Du bist auch unzugänglich.
Ach ja, hier könnte man... mal hingehen und hergehen. Eine Nachricht vom Kalifen. Heute Abend und irgendwo verfüttere ich eure Augäpfel an meine Krähen. Das ist für uns ein bitterer Schlag. Irgendwo, wo es nicht so... Ich glaube, hier steht das er Land nicht. Ist für die Bebauung zu uneben, mein Herr. Eine Nachricht der Ratte. Mir wurde gesagt, das ist ein... Stellen wir es eben hier hin, was soll's. Wie kann das sein? Stelle mal hier ein, dass ich das Zeugs nicht brauche. Und verkaufen einfach alles. Stellen wir hier ein, dass ich davon einfach nicht mehr wir als 10 brauche. Ich stelle mal hier ein, dass ich hier nicht mehr als 250 brauche. Und dann bin ich ja fast der Ansicht, dass man hier noch einen dritten bauen könnte. Also nicht nur fast, sondern eindeutig bin ich der Ansicht, dass wir hier einen dritten gebrauchen können. So, sieht eigentlich ganz gut aus. Hier können wir mal ein bisschen Verstärkung gebrauchen drauf. Waffen werden benötigt, Sire. Und das machen wir dann jetzt direkt auch. Schlachtordnung! Verstärkung auf diesen Turm. Bereit, Sire. Okay, das sieht ganz gut aus. Und die anderen Türme sehen auch ganz gut aus. Jetzt wollen wir nur mal hoffen, dass hier nicht irgendwie irgendwann mal so ein paar Meuchelmörder auf die Idee kommen, rüber zu klettern. Ich weiß nicht, von wem war das in der letzten Mission? War das von der Sultanine? Die Truppen des Kalifen greifen an. Ja, offensichtlich war das die Sultanine. Wenn sie mir hier schon gerade wieder solche Truppen schickt. Aber ich muss sagen, bisher reicht es auch mal wieder, so dünne Mauern zu haben. Hier baue ich auch gleich mal so ein Tor hin. So, dass wir hier rein und rauskommen. Will eh in diese Richtung zuerst angreifen. Und so, was haben wir denn? Die Truppen der Ratte greifen an. Ihr seid der wir haben 12 untätige Bauern. Das ist doch eine ganz gute Zahl. Können wir das da noch dazwischen quetschen? Nee. Wir können es aber hier hin quetschen. Das ist aber auch nur keine so schöne Stelle. Hier auch. Ja, es ist ein bisschen... Eine Nachricht der Ratte. Schaut mir zu, Bauer. Schaut zu, wie ein richtiger Soldat es macht. Da liegt noch ein ganzer Haufen Holz. Ich weiß nicht, ob das dann noch zugänglich ist, wenn ich da dieses Ding... den Kopf des Lords auf einem rostigen Tablett. Naja gut, stellen wir es einfach mal hier hin. Lang lebe unsere Revolution. Gut, die haben halt alle hier Probleme, gegen den Hang anzukämpfen. Hier eventuell werde ich vielleicht doch mal noch einen größeren Turm hinbauen. Vor allem. Bereit, Sire! Armbrüste, vorwärts! Vor allem, ich denke, ich könnte hier vielleicht doch... Also ich muss diesen Angriff hier jetzt erstmal noch abwarten. Das ist klar. Und dann muss ich hier sowohl Turm als auch Treppe wieder abreißen. Aber dann könnte man den Turm hinstellen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Sieht einfach protziger aus. Und
Gegen die Ratte reicht der kleine Turm. Die macht eh gerade überhaupt nichts, ne? Ja, ich denke mal, da wird es jetzt Zeit, dass wir die Ratte mal angreifen. Gut, sobald das hier erledigt ist, werde ich, sag mal, gut, Geschwindigkeit ist eh auf normal. Gut. Eine Nachricht der Ratte. Ihr habt kein Recht, unsere adelige Familie mit Waffen zu bedrohen. Ihr werdet für eure Art. Gut. Ihr geht mal schnell dahin. Und ganz bezahlen. Und eine Nachricht vom Kalifen. Beim nächsten Mal reiße ich euch das Herz heraus. Warum bleibt ihr jetzt da einfach stehen? Prüft die Waffen! Na los doch! Beim nächsten Mal wird der Ausgang ein anderer sein. Geht nicht, Sire! Natürlich geht das. Ihr seid doch schon auf dem Weg. So, die Pfanne wieder oben raufstellen. Und wieso kannst du das nicht? Dieses Gebäude funktioniert derzeit, mein Lord. Oh, mein Turm ist hier gerade ganz schön demoliert worden. Die Steinvorräte sind knapp, my lord. Unsere Sehnen sind gewachst. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! ja, wo war ich denn? Hier, irgendwas mit dem Bier.